Herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo, in dem ich die Idee des Reflective Practitioner, des reflektierenden Praktikers, als Grundhaltung für ein persönliches Wissensmanagement kurz erläutern möchte. Die Idee einer Reflective Practice stammt von dem US-amerikanischen Philosophen und Stadtplaner Donald Schön. Dabei geht es darum, das eigene Tun und damit eigene Erfahrungen als wirkungsvolle Lernquelle zu erschließen. Grundidee dabei ist, dass aus einer reflektierten Analyse der konkreten Situation in Abstimmung mit den abgespeicherten Erfahrungen ein neuer Handlungsspielraum entsteht und zusätzliche Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden. Kurz, das eigene Berufswissen soll bewusst und systematisch an den eigenen praktischen Erfahrungen aufgebaut und verbessert werden. Wenn wir handeln, machen wir Erfahrungen. Diese münden jedoch nicht automatisch in Erkenntnisse. Dazu müssen wir das, was geschieht, bzw. unser eigenes Handeln reflektieren, und zwar nicht nur ex post, also rückblickend nach Abschluss der Handlung, sondern bereits während der Handlung. Schön nennt dies Reflection in Action. Damit gemeint ist ein Innehalten in der Handlungssituation selbst, also zu einem Zeitpunkt, zu dem Nachdenken noch dazu dienen kann, das gegenwärtige Handeln zu verändern. Die Reflexion bezieht sich dabei nicht nur auf die Ausführung der Handlung selbst, sondern auch auf deren Rahmenbedingungen, also sowohl den situativen als auch den persönlichen Kontext. Letzteres bedeutet, die eigenen Werte, Überzeugungen, Vorstellungen und Erwartungen zu reflektieren, was erfordert, diese häufig unbewussten subjektiven Theorien erst einmal bewusst zu machen. Aus dieser Reflexion können nun unter Einbeziehung vorhandenen Vorwissens weiterer theoretischer Erkenntnisse und Informationsquellen neue Erkenntnisse erwachsen, auf deren Grundlage wir neue Ideen, Innovationen, neue Theorien entwickeln oder bestehende anpassen. Die reflektierende Praxis mündet nun darin, diese neuen Theorien wiederum in der Praxis zu verproben und in einer weiteren reflexiven Schleife gegebenenfalls anzupassen und weiterzuentwickeln. In der reflexiven Praxis werden in einem kontinuierlichen Lernprozess Erfahrungen erneut aufgegriffen, überdacht und evaluiert und daraus gewonnene Erkenntnisse wieder in die Praxis zurückgeführt und dort erprobt. Praxis und Theorie entwickeln sich also im Gleichklang weiter, befruchten und stützen sich gegenseitig. Der reflektierende Praktiker ist eine entscheidende Grundhaltung im persönlichen Wissensmanagement. Doch was braucht es eigentlich dafür? Nun, es braucht bei allem Handlungsdruck Muße, den Freiraum zu denken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.